Einen wunderschönen guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen. Tag Nummer 5 unserer Oberösterreich-Woche heute in Mundafing. Und das ist ja für mich ein ganz besonderer Platz. Warum? Denn hier, unweit von hier entfernt, steht ja das KTM-Werk. Und KTM ist ja zurzeit extrem erfolgreich in der MotoGP. Also ich freue mich schon auf die nächsten Rennen. Aber auch MotoGP-Fahrer sollten natürlich dementsprechend körperlich gut beieinander sein. Und auch die trainieren diverse Übungen, die wir machen. Und einer der ersten Übungen heute ist unser klassischer Boxer. Das heißt, wir gehen einmal mit den Armen nach vorne, schauen oder achten darauf, dass wir hier richtig ausdrehen, die Faust ausdrehen. Somit mobilisieren wir unser Ellbogengelenk. Ja, man merkt, es ist schon Freitag. Genau, zunächst einmal im Stand und dann können wir natürlich auch dazu noch gehen und bewegen, Schritte dazu machen oder ein bisschen schneller zu werden. Wie gesagt, jeder so in seinen Modus, die Älteren ein bisschen langsamer oder die Einsteiger, die anderen werden dann flotter. Und wir müssen uns nicht nur am Stand bewegen, wir können auch ein bisschen nach links rüber, etwas nach rechts, Schritt nach vor, Schritt zurück. Hauptsache einmal, der Motor kommt so richtig in Schwung. Und auch ich, habe heute richtig schwer getan beim Aufstehen. Hab da rausgeschaut, hab gesehen, es regnet. Richtig ungewohnt, aber jetzt ist er da, der Herbst. Ja. Und gut, wir geben gleich mal richtig Gas. Schauen uns dabei auch gleich unsere ersten Fotos an. Und das erste ist ein ganz süßes. Da ist er, der Elia. Und da hat der Papa geschrieben, immer, wenn Fit mit Philipp ist, da steht er auf und steht sofort vom Fernseher und probiert so gut wie möglich mitzuturnen. Ja. Ich geh schon weiter und ein bisschen schneller vielleicht, wenn es geht. Immer probieren, etwas zu steigern. Zunächst einmal so, dann ein bisschen flotter werden. Arme oben. Wir merken, schon langsam wird es warm, gell? Sehr gut. Ja, damit wir richtig aufwärmt sind. Im Studio ist es heute relativ angenehm. Draußen etwas feucht, aber so kalt ist ja gar nicht. Genau, nach vor. Das tut uns gut. Okay. Wir kommen zur Mitte, stellen uns schulterbreit hin. Und jetzt probieren wir Folgendes mit unseren Fingerspitzen. Schauen wir, dass wir Richtung Knie runterkommen. Ganz langsam zunächst einmal. Ja. Wirklich Step by Step. Nicht gleich ganz nach unten, sondern wir müssen uns ja zunächst einmal hineinfühlen. Wie geht's uns heute? Ja, wie fühlen wir uns? Und das nächste Foto möchte ich gerne zeigen. Das ist die Gisela. Die hat ein künstliches Knie bekommen, hat sie geschrieben. Aber was ihr extrem hilft, sind natürlich diese Übungen, weil erstens einmal sind die Schmerzen dann weniger und zweitens, gleichgewichtstechnisch hat sie sich enorm verbessert. Ja. Schön, Gisela, weiter so, du siehst, die Regelmäßigkeit bringt den Erfolg. Ja. Und da merken wir dann schon, es geht ein bisschen besser, gell? Wenn wir so eingegroovt sind, Atmung fließen lassen, richtig schön. Ja. So, und der nächste Step ist, wir machen uns lang, ziehen nach oben. Genau, andere Seite. Sehr gut. Da merkt man natürlich jetzt, dass wir da schon aufmachen, Atemhilfsmuskulatur. Richtig mal schön zu dehnen. Ich sag's immer wieder, dehnen ein ganz wichtiger Faktor. Denn wir verkürzen ja immer mehr. Ah, sehr schön. Gut, dann schauen wir noch weiter von den Fotos. Und zwar hat mir die Hilde Oma geschrieben, dass ihr Enkel, und zwar die Heidi, die sagt immer, Oma, bitte, ja, nimm es auf oder speichere es auf der Festplatte ab, weil wenn sie von der Schule dann zu Hause kommt, dann turnen sie am Nachmittag immer mit. Ja, also wir bewegen jung und alt und das ist das Schöne, es gibt hier keine Altersgrenzen, wie auch immer. Gut, wir kommen zur Mitte, bleiben so in der Position, also wir achten schon darauf, Bauchnabel zieht die Wirbelsäule, ja, Knie leicht abgewinkelt und jetzt bewegen wir mal ganz locker unsere Schultern, ganz kleine Bewegungen einmal beginnen, ja, und schön langsam mal größer werden, nach oben ziehen, Atmung fließen lassen, Lächeln aufsetzen. Sehr gut. Schöne, größere Bewegungen, Step by Step. Und ein Foto haben wir noch. Auch ein ganz liebes, finde ich. Und zwar zeigt das die Paula mit der Mama Melanie. Ja? Also, Mama und Tochter turnen gemeinsam. Herrlich, gell? Und wenn die Oma noch mit dabei ist, dann haben wir so gut wie alle Generationen, gell? Sehr fein. So, jetzt beginnen wir mal nur auf einer Seite. Zunächst einmal auf der rechten. Schön mobilisieren, also Schultergelenk. Dann nehmen wir die linke Seite. Sehr gut. Übrigens, ich freue mich über Videos und Fotos von euch.
Bitte schickt mir diese an, währenddessen wir jetzt da praktisch abwechselnd rechts, links. Ja, dann nehmen wir jetzt gleich einmal unseren Schultergürtel dazu. Rechts, links mobilisieren, nach oben ziehen. Also bitte schickt mir Videos oder Fotos. Am besten natürlich für uns im Querformat an fitmitphilipp@orf.at. Natürlich auch Anregungen, Wünsche oder Beschwerden. Gell? Also, ich lese mir das schon durch. Sehr gut. So, jetzt werden wir eine Spur größer. Mit unseren Armen nehmen die dazu, werden noch größer. Genau, richtig schöne große Bewegungen. Und jetzt probieren wir halt zu stoppen und gegengleich uns zu bewegen. Ah, dass man richtig schön mobilisiert. Das Pfandl ausschmieren. Und jetzt wechseln wir die Richtung. Ja, gar nicht so leicht, gell? Ein bisschen was Koordinatives. Damit wir richtig aufgewärmt sind für unsere nächste Übung. Ja, und einmal noch der Richtungswechsel. Hoppala, schon mir jetzt Commit durcheinander, hoppala schon. Sag ich, gar nicht so leicht. Genau, jetzt haben wir's. Also ihr seht, nicht nur euch, sondern auch mir. Jetzt machen wir so. Super, wir kommen zur Mitte, wir bleiben wieder so stehen. Und zwar ist es jetzt wichtig, dass wir wieder Körperspannung haben. Natürlich brauchen wir immer. Wir geben unsere Arme nach vorne. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die Einsteigervariante. Ja? Variante Nummer 2 wäre dann, wir probieren das Ganze einbeinig. Dazu gescheit verwurzeln. Das ist die zweite Variante. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die Profi-Variante. Das heißt diagonal. Ja, wir stehen am linken Bein und die rechte Hand. Ja, da kann man sich schon steigern nach oben hin. Das ist gut so. Ja, kommen wir wieder nach vorne. Oder auch mit beiden einbeinig. Ihr entscheidet, wie ihr es macht. Gell? Deswegen sage ich immer Eigenverantwortung. Ganz wichtig. Ja, so beginnen, dann schaut's einmal, probiert's einmal, nur dort, wo es geht, schaut's, hebt's einmal ab, ja, probiert's einbeinig. Mal schauen, ja, gut fürs Gleichgewicht. Wir wollen uns auch steigern. Ja, nach vorne, zack. Und auch da probieren wir jetzt das Diagonale. Ja. Genau. Na, das geht, gell? Schau, Gleichgewicht ist hier gefordert und natürlich auch koordinativ sind wir da gut unterwegs und Gleichgewicht, wir haben es heute schon mal angesprochen, da haben sich viele von uns verbessert. So, kommen wir wieder zur Mitte. Jetzt werden wir richtig aufwärmen, denn obwohl wir halt praktisch schon Herbst haben, springen wir jetzt noch gemeinsam in den Pool, in den See, wie auch immer, und zwar schwimmen wir. Das heißt, klassisch Brustschwimmen, geht's einmal los, hinein ins Wasser, genau, schön nach hinten schieben. Da spüren wir den Widerstand, da kräftigen wir. Schwimmen ja eine der herrlichsten Sportarten überhaupt, gell, im Wasser, so dahin zu gleiten. Und die Seen haben ja zurzeit noch relativ angenehme Temperaturen, auch wenn es draußen kühler ist. Schwimmen Brust, genau, schön weit nach vorne. Genau, ich zeige es mal von der Seite. Entweder machen wir es aufrecht stehend oder wie gesagt, wir gehen nach vorne, zack. Einatmen, ausatmen, ja, komm wieder her, einatmen, ausatmen, ja, super, sehr schön, zwei Tempo noch, eins, zwei, wir schlagen an und jetzt schwimmen wir Rücken retour, richtig, genau, schön Rücken retour schwimmen, sehr fein, wir bleiben in der Bewegung drinnen, wir mobilisieren, wir aktivieren, wir kräftigen heute wieder. Und starten somit optimal hinein in den Tag und natürlich auch ins Wochenende. Apropos Wochenende, für die ganz, ganz Fleißigen, es gibt immer wieder die Möglichkeit, das Ganze natürlich nachzuturnen in der ORF TV Tech. Ja, also einfach reinschauen. Sehr schön. Ja, schöner Rücken. Machen wir. Schöne große Bewegungen, Rücken schwimmen. Sehr fein. Zwei Lagen haben wir dann noch und zwar als nächstes kommt dann Delfin. Und dann haben wir als Abschluss Graul. Okay, gut. Wir schlagen an. Jetzt kommt für mich eigentlich so die härteste Disziplin. Das ist Delfinschwimmen. Und nochmal bitte, ist jetzt keine technische, saubere Ausführung, ist kein Technikkurs in Sachen Schwimmen, sondern nur so ungefähr angedeutet. Und wenn wir dann nach oben ziehen, gell, da spürt man es richtig da, Schulterbereich, Nackenbereich. Ein Wahnsinn, wie das reingeht, gell?
Wahnsinn. Und da schieben wir nach hinten. Delfin. Jawohl. Einatmen. Ausatmen. Genau. Sehr schön. Da schieben wir vor. Aus. Da geht's richtig dahin. Ja, da wird's wärmer bei mir hier im Studio. Obwohl wir runtergekühlt haben auf 18 Grad, habe ich mir sagen lassen. So, noch zwei Tempi. Eins, zwei. Okay, kurz ausschütteln. Und jetzt die letzte Länge oder zurück ans andere Ufer. Spielen wir Graul gemeinsam, okay? So, und beim Graul passen wir drauf auf. Das heißt, immer schön nach hinten abdrücken. Lang machen, abdrücken. Genau, nach vorne. Zack. Und da könnt ihr vielleicht einmal probieren auch, dass ihr einen hohen Ellbogen macht beim nach vorne. Zack, nach vorne, hohen Ellbogen, nach vorkommen, richtig schön nach hinten abdrücken. Ja, zeig's mal von der Seite her. Zack, richtig schön abdrücken, hohen Ellbogen. Ja, so gut es geht. Sehr fein. Ich komme wieder zu euch. Ein paar Meter haben wir noch. Okay, wir schlagen an. Wie geht's euch? Ja, richtig aufgewärmt, gut. Nächste Übung ist unsere Standwaage und dazu sage ich immer, es ist nicht schlecht, wenn wir einen Kasten, eine Wand, einen Türstock oder irgendwas haben, wo wir uns eventuell abstützen können, denn wichtig ist zunächst einmal, wir verwurzeln uns mit einem Bein, verwurzeln, ja, dann lösen wir aus, geben die Arme nach oben und neigen uns jetzt langsam nach vorne. Ja, wenn da der Kasten wäre, wir berühren diesen, kommen wir wieder zurück. Wechseln das Bein. Ja, da wechseln. Genau. Vorne, wir berühren wieder. Wir merken, es geht gut. Dann könnt ihr einen Schritt zurück machen, weil dann geht es noch weiter. Ja? Und wir schauen wieder. Genau. Bis der Kasten an die Wand kommt. Ah, da merkt man, super geht das. Genau. Und dann noch die andere Seite. Immer darauf achten, dass wir gut verwurzelt sind. Ja, wieder nach vorne. Sehr gut. Und jetzt probiert einmal, wirklich von der Wand wegzugehen. Ohne eine Hilfe, ja? Und da schauen wir, wie es geht. Probieren wir es einmal, ja? Also, gescheit verwurzeln, nach vorne, zack. Und wir gehen, wir schauen, dass wir uns lang machen, in die Position und gehen wieder zurück. Und macht das nicht so schnell, ja? Sondern probiert wirklich so wie in Zeitlupe, ja? Verwurzeln und dann schön langsam nach vorne. Langsam, genau. Gleichgewicht gefragt, Fußsohle. Ja, alles muss darauf reagieren. Wir kommen wieder zurück. Herrlich, ja? Den ganzen Körper. Das tut gut. So, einmal noch nach vorne. Linkes Bein. Ja. Wir kommen zurück. Und einmal noch das rechte Bein. Ja, langsam. Probiert es langsam, wie wir gesagt haben. Langsam, fast in Zeitlupe. Kurz halten. In der Position. Und dann, hopsi, schaut's her, wieder zurück in die Ausgangsposition. Ausschütteln. Na, das tut gut, wenn man so Fortschritte macht und merkt, es wird besser. So, wir kommen zu unseren Beinen. Und zwar, da brauchen wir wieder ein Bein verwurzelt. Warum? Denn es kommt jetzt Kniehub vor, Kniehub Seite, Kniehub Rück. Ja? Und worauf achten wir? Wir haben zunächst den Kniehub. Ich zeig's einmal her. Kniehub. Dann stellen wir fast nach unten ab, gerade. Dann nach vorne. Dann wieder nach oben, zur Seite, wieder nach oben, nach unten und dann nach hinten. Warum? Vielleicht können wir kurz das Video einspielen von den drei Damen. Da sieht man schön, die heben nur nach vorne. Ja, jetzt sieht man schön, genau. Heben nach vorne, stellen das Bein gar nicht ganz ab. Ja, und vergessen dann den hinteren Teil. Also, anheben, wieder nach unten, dann nach vorne, dann wieder anheben, zur Seite, anheben, nach unten stellen, hoppala, und nach hinten. Ja, ich zeige es euch mal von der Seite her. Also, anderes Bein zum Beispiel jetzt, Kniehub, dann nach vorne, Kniehub, Seite, Kniehub, Rück. Und für die Einsteiger, ihr könnt es ganz locker beginnen. Kniehub, leicht beginnen, nach vorne strecken. Und wenn wir irgendwas brauchen zum Anhalten, alles in Ordnung. Nach hinten, genau, zack, und nach oben. Kniehub, Seite, Kniehub, Rück, Kniehub, vor und wie gesagt, drauf achten, zack, abstellen, sehr gut und schön nach hinten. Warum nach hinten? Weil, hoppala, also sechsmal nach vorne, da kräftigen wir vorne,
Handstandseite und mit dem Hinten, ja, kräftigen wir hinten, aber wir dehnen vorne. Ganz wichtig, deswegen machen wir das auch, ja. So, gut, wir schütteln kurz aus. Für die Wade brauchen wir auch noch ein bisschen was, und zwar bleiben wir schulterbreit stehen. Und jetzt drücken wir uns einmal schön über die Fußball nach oben ab. Und wenn wir nach unten kommen, bleiben wir kurz, bevor wir den Boden mit den Fersen berühren, stehen. Ja, zeig's von der Seite nochmal her. Genau. Ja, sehr gut. Und jetzt machen wir 10 gemeinsam. Achtung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und beim letzten gehen wir langsam, langsam, langsam nach oben. Wir halten. Ja, wir halten die Position. Und jetzt gehen wir ganz, ganz, ganz langsam nach unten. Sehr gut, damit die Waden auch was davon haben. Okay. Also, gekräftigt, gestärkt haben wir genug. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Cooldown-Phase, zur Mobilisation. Und auch da schauen wir wieder drauf. Ein Bein verwurzeln. Dann ein Bein nach vor. Und jetzt probieren wir hier einen Achter mit unserem Fußgelenk, also sprich mit unseren Zehenspitzen zu zeigen. Einmal da rechts. Ja, das ein bisschen auslockern jetzt da. Genau, jetzt noch auf der linken Seite. Ja, jetzt haben wir es ja gerade richtig gekräftigt, unsere Wadenmuskulatur, unsere Fußgelenke. Sehr schön. Okay, wir kommen zur Mitte. Jetzt drehen wir uns noch einmal mit unserem Kopf nach links rüber, um auch da Länge zu bekommen, um unsere Halswirbelsäule zu dehnen. Atmung fließen lassen. Wir kommen zur Mitte. Andere Seite. Ja, das war's von Woche Nummer 26. Nächste Woche sind wir Corona-bedingt wieder zurück in Wien. Ich sage danke fürs Mitmachen, greift da nach vorne, denn eins ist wichtig, trinken, denn die Zelle, die muss schwimmen. Also, schönes Wochenende, tschüss, baba, bis am Montag.